Hallihallöchen, YouTube, wir sind wieder bei Let's Play Darksiders. Da wäre mir fast ein falsches Wort rausgerutscht. So, machst du ja wieder rüber vom zweiten Bildschirm. Ich starte gerade hier einfach, weil ich möchte euch zeigen, wie schön die drei... okay. Ich fuchtel schon wieder mit der Hand rum, das ist horrend. Ich möchte euch zeigen, wie schön diese drei Lernspeicherplätze sind. Nee, aber ich möchte euch einfach noch was ganz Nettes zeigen. Was ich ganz nett finde bei Darksiders. Wow, du machst ja jetzt ganz... ich werde so leicht abgelenkt, das ist schlimm. Ja, ihr seht einfach selbst, ne? Auswählen. Die Reise bis hierher. Der Kessel war kalt, doch der Reiter schürte das Feuer neu. Und in den Herzen der Erschaffer wurde ein Funke der Hoffnung geboren. Hoffnung auf Leben. Und auf das, was unter der Erde liegt. Kick. Irgendwie will er gerade nicht, kommt mir vor. Das ging schon mal besser. Oh. Das war eine sehr genüssliche und entspannte Ausblendung. Ja, aber das war so im Großen und Ganzen das, was ich euch zeigen wollte, nämlich dieses... Ne, diese Zusammenfassung halt einfach. Die ist immer, wenn man eben das Spiel startet, beziehungsweise neu lädt. Neu ladet. Und... Was wollte ich machen? Ich glaube, ich war wieder am Weg hier raus, ne? Doch. Das sieht mir doch ganz... nicht so falsch aus. Ja, ich könnte meinen, das wäre doch ganz richtig, ne? Ja, ich, wie gesagt, weiß überhaupt nichts mehr. Also, ich hab's nicht gesagt, aber es ist eh klar, ne? Das bin halt ich. Aber zum Glück weiß ich noch, wie man die Steuerung benutzt. Warte mal, wie werden eigentlich die, die Kugeln für unsere Waffe hier. Und ich probiere jetzt mal kurz das aus, ganz kurz. Ha. Ach so, das ist ein Schild. Okay, ja, das ist sehr gut. Ha. Was war das? Nee, hä? R. R ist die falsche Taste. Ach, ich kann die, ja, weil ich eben... Die Todesbruderstreit gehört, ich kann die doch verwenden, oder? Ich muss mal... Tut mir leid, dass ich immer hier nachschauen muss, aber... Ich kann es nicht besser, ne? Ist ja... Nee? Ja. Kampfzeit. Also das ist natürlich mehr, als ich aufgenommen habe, weil ihm zwischendurch auch mal Zeit vergeht. Zu... So. Zielen Q. Ausrüstung benutzen. Mittlere Maustaste. Was ist das? Ich würde nämlich ganz gerne mal einfach die ausprobieren, die Waffe, ne? Also wie gesagt, ich entschuldige mich demütigst, dass ich da die ganze Zeit hier nur im Inventar, nicht mal Inventar, im Optionen hier drin bin, weil das, ich kenne mich eben, ich bin ein Noob und so, ne? Es ist, nichts, worauf man stolz sein kann. Naja, obwohl, manchmal, ja, ist, ich fuchtle gerade nicht mal mit der Hand rum, das ist irgendwie was Besonderes für mich. Verzweiflung wegschicken, meine Kreationssteuerung. Ich nehme mal an, das bin auch ich selber, oder? Ja, keine Ahnung. So, Waffensteuerung. Primärer Schuss. Tertiärer Schuss. Sekundärer Schuss. Wie kann ich denn die aus... die Todesbruder-Ding? Ja, wie heißt denn die? Die hat doch irgendeinen Namen, oder? Ach, so geht's. Ah, okay, die füllt sich doch ganz schnell wieder auf eigentlich, ne? Hey,
Hier, danke. Ach so, nee, so Sprinten gibt's ja in der Form. Ja, das weiß ich auch, danke. Aber Sprinten gibt's ja in der Form gar nicht in Darkseid. Das ist mir gerade mal so aufgefallen, ne? Ist ja... Was ist eigentlich hier hinten los? Ich meine, hier haben wir ja eigentlich schon alles abgegrast, dann... Hier hinten... Kommt man da hin? Ich nehme mir schon an, schon. Ich fände es ja interessant. Ich muss mal ganz kurz einen Umweg gehen, weil... Ich bin ja doch ein bisschen neugierig, aber es sieht irgendwie aus, als ob... ein Secret wäre. Okay. Nicht unbedingt ein Secret. Nicht unbedingt ein Secret. Ach, da ist auch so ein unsichtbar Ding. Hier. Ne? Hier ist er. Glaube ich, oder? Nein. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Schau mal einfach, dass wir schleunigst weiterkommen. Aber die Welt ist doch ein bisschen kleiner, als ich mir gedacht habe. Zeig mir den Weg. Asche? Asche, was siehst du? Hier lang, okay. Ich wusste es natürlich nicht. Ist alles Asches weg. Wir haben versucht, das Verderben einzusperren, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Ach, lenken wir mal vom Thema ab. So hier. Was kannst du mir über die Tränen des Berges sagen? Die Gussfestung liegt gleich hinter dieser Barriere. Sie war das Erste, was dem Verderben anheimfiel. Wir haben die Tränen des Steinvaters darin versiegelt, denn wir fürchteten uns vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich verbreiten. Wenn ich Alia ihre Bitte erfülle, werden wir es bald herausfinden. Richtig. Und das Reich wird andere Zeiten erleben. Ob rein wie Regen oder schwarz wie Sünde, die Tränen werden diesen Stillstand beenden. Achso, ich habe gerade wahrscheinlich so rumgefuchtelt gesehen. Das war, ich habe gerade mit dem zweiten. Ein zweiter Bildschirm ist irgendwie zum Spielen da für mich. Das ist. Ne, Let's Player, ich muss mit allem spielen, was ich sehe. Es ist seltsam, wie oft ich dich untätig vorfinde. Ohne den Baum des Lebensreiter bin ich hier genauso gefangen wie du. Ein paar Glückliche konnten entkommen, bevor der Baum verloren war. Zum Beispiel Ultan. Und wer ist Ultan? Nur ein weiterer Erschaffer. Hat einen großen Hammer, das ist alles. Als er floh, fürchtete ich mich, ihm zu folgen. Und das war gut so. Und warum? Nun, ohne meinen Witz und meinen Mut würdest du vielleicht noch immer den Kessel suchen. Da wirst du wohl recht haben. Verwenden Sie Erlösung um Schatten... Was? Ach so. Ja, ist klar. So. Danke sehr. Weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Wovon denn? Also ganz ehrlich, ist ja... Er hat einen netten Job, das muss man sagen. So, warte mal, hier ist genau gar nichts, okay. Das finde ich ja gut. Ladevorgang. Ist ja auch schön. Hier ist alles irgendwie so grau. Sogar ich bin grau, oder? Nee, ich sehe immer so aus, okay. Ja, Kann man darauf stolz sein? Ich weiß ja nicht. Ich muss jetzt alles abknallen. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu viele Shooter gespielt. Ach, da ist eine Hand. Von irgendjemandem. Nee, komm, danke. Ist ja gar nichts los. Ist ja, also hier vorne wahrscheinlich wieder. Ich hab's gerade mal verschrien. Es wird gespeichert.
hier kommt sogar mal Licht rein. Ist ja interessant. Oh mein Gott. Tötet es, bevor es Eier legt. Oder wie? So irgendwie ging das doch. Mit diesen Viechern. Oh, was ist das? Lasst mich in Ruhe. Hallo? Ach so, geht das auch? Ist ja nett. Und ein bisschen draufhauen und zack. Ist ja schön. Sag mal jetzt nicht, die kommen ewig daher, oder? Die kommen ewig daher. Nehme ich einfach mal an. Der spuckt dich aus wie sonst was. Irgendwie ist der so ein bisschen passiv, kommt mir vor. Nein. So, jetzt aber. Einmal danke sehr. Haben wir zumindest den mal. Irgendwas müssen wir ja machen erstmal. Lasst mich. Nein, das möchte ich nicht, den auch nicht, den auch nicht. Danke, den möchte ich. So, ein bisschen Schaden machen mir die. Ist allerdings nicht wirklich viel. Kommt mir vor. Eventuell kommt es mir auch nur so vor. Haha, sehr. Nein. So, jetzt sind die auch mal ausgerottet, hoffentlich. Die nerven nämlich so ein bisschen, ne? Ist ja also. Ach, ich finde das schön mit so einer Pistole in einem RPG. Also, ich meine, ja, ich glaube, man weiß, was ich meine, eventuell. Nein, schieß doch! Dieser Streuner. Ach, die kann ich so. Wie war das? 3? Nee, ich weiß nicht mehr, wie waren die Shortcuts? E? 3? Hä? Also nicht E3, das ist natürlich was anderes. Hallo? Nein, was ist denn? Unpraktisch. Ein bisschen. Ja, laden wir uns die Zwanen halt eben wieder auf. Hallo? Ups. Irgendwie kommt mir vor, es passiert hier nichts mehr.
zumindest nicht großartig. Nee, hier, danke. Ach, hier, danke. Ist doch nett. Achso, das war, ja. Ich wollte hier nicht unbedingt durch oder so. Vielleicht muss ich das aber. Wer weiß, wer weiß. Ich springe auf jeden Fall hier mal wieder runter. Und gehe dann einfach den regulären Weg. Achso, nee, kann ich nicht. Okay, das... war ja dann doch ganz richtig instinktiv. Ich hab's aber, um ganz ehrlich zu sein, habe ich das einfach nur gemacht, weil ich so ein bisschen alles doch erkunden möchte. Zumindest vieles. Weil man darf ja nicht an allem vorbeirennen, das wäre ja schade im Spiel. So, jetzt könnte ich durch. Kann ich hier irgendwie hoch oder so? Hier? Wieso könntest du... Okay, den kann er anscheinend nicht. Ein einfaches Nein hätte auch gereicht. Der Fjord. Oh. Ist ja... Ja, es ist ganz gut hier voran. Schühe. Ein Pärchen Schühe. Hier ist... nix wahrscheinlich. Oh. Hallo, Fleischling. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich dich auch nicht. Ich wollte gerade fragen, wer du bist. Oder eher was. Ich heiße Schwarzenwurz. Und ich habe Hunger. Und worauf genau? Nur auf die besten Steine. Ich kann diese Leckerbissen anlocken. Aber es ist Jahrhunderte her, dass welche in Reichweite waren. Ich muss hier auf meinen Herrn warten. Ich werde verhungern, wenn mir niemand hilft. Dein Volk steht am Rande der Vernichtung und du bittest mich, dich zu füttern? Wenn es nicht so viele Umstände macht. Nimm das. Es wird den Stein zu dir führen, sodass du ihn mir bringen kannst. Dann werde ich ihn mit großem Vergnügen essen. Und ich werde dich belohnen. Du isst? Ich bin nicht wie andere Kreationen. In meiner Gestalt hat das Leben Wurzeln geschlagen. Ich muss gefüttert werden, sonst wird es mich verzehren. Das Leben, ja. Was ist mit deinem Herrn? Von ihm rede ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ihn. Er verließ mich vor Äonen. Jetzt bin ich hier gefangen. Ja, sie ist blöd, ne? Wie lange bist du schon hier? Ich sammle meine Kraft seit Jahrhunderten und meine Wurzeln reichen tief. Das ist mein Problem. Lockstein. Finde mystische... Das ist ein bisschen viel. Also ich habe den Typen jetzt wirklich nicht gesehen. Der Lockstein verbindet sich mit einem beliebigen getroffenen, verzauberten Stein und zieht diesen zum Besitzer hin. Ach, das sind diese Steine. Ja. Schießen Sie mit Erlösung auf einen verzauberten Stein, um ihn zu erwecken. Der Lockstein macht dann den Rest. Ach, das ist ja... Ups. Ich muss alleine gehen. Ja, ist klar, ist klar. So, ich möchte nur... Nein! Nein, es ist ja... Da. Och, hat sogar funktioniert.
bisschen draufhauen. Noch ein bisschen draufhauen beim nächsten. Die Macht ist größer geworden. Fähigkeitenpunkt. Das in Form eines Steins, okay. Ist auch gut. Dann schauen wir mal. So, wir haben hier, nee? Ach, hier. Genau, klicken. Unvergänglich erhöhte Gesundheit der gerufenen Ghule. Erhöht die Ghule-Gesundheit um 77. Ja. Tod umgibt sich mit einem nekromantischen Schild, der seine Verteidigung und seinen Widerstand erheblich verbessert. Kostet 204, warte mal hier, Teleportschlag, der kostet knapp 200, 300, 300. Erhöht die Verteidigung und verwendet die Fähigkeit aktiv, ist der Widerstand zum, während die Fähigkeit, dauert 8 Sekunden. Okay, Ernte. Tods wahre Inkarnation erscheint und entfesselt einen Wirbelangriff mit der Sense, der Feinde im Unfall vernichtet. Kostet 200 Zornpunkte, verursacht 235 Schadenspunkte. Das ist ein bisschen interessanter. Oh, bei allen Feinden, die vom Tipp-Ausstieg getroffen bestätigen, dass sie vorherfangen, für seine 10 Schadenspunkte. 5 Sekunden Chance von 500 Sekunden, um Verbrennungen zu verursachen. Ich werde jetzt einfach mal das nehmen. Ach, ich habe 2 Punkte. Fällt mir gerade mal auf. Nekromantischen Schild. Ich befürchte, es ist mal wieder Optionszeit. So, wie hieß das? Wir haben, Fähigkeiten? Hier, danke. Also hier einmal Ernte und Aegis. Exhumieren habe ich, glaube ich, auf X. Teleportschlag habe ich auf 3. Ernte und Aegis, okay. Achso, hier. Lieber Sturm. Das habe ich auf X? Nee, hä? Ach, so, Asche, Heiltrank, Zorntrank. X, Reaper Sturm, Teleportschlag, so, das ist 3. Exhumieren. Achso, auf B habe ich das. Reaper-Sturm. Ernte. Was macht das nochmal? Das war das. Mit der Gestalt. Machen wir die auf. Och, das ist ein Blasen. Reaper-Sturm. Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt Ernte und Aegis. Aegis ist das Schutzschild. Mach mal auf. 4. Also einfach auf L. O. Ist ja auch egal. Kann man das nicht irgendwie löschen oder so? Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte, wenn es geht, einfach die Zugattung entfernen. Geht nicht, okay. Ist schade. Ernte, so Ernte mach mal. Reaper-Sturm habe ich ja, glaube ich, noch nicht mal freigeschalten, ne? Habe ich einfach nur kurz vergeben. Und auf P, wieder kurz, ist ja, ne? Ernte mach mal auf X. Ernte mach mal auf X, okay. Und die Aegis machen wir 4. So, einen Reaper-Sturm habe ich noch nicht freigeschalten. Gut. Dann hatte ich das richtig im Kopf. Dann hatte ich das richtig im Kopf. Ups. Ach, da ist auch. Das ist. Nee, hä? Ist das jetzt so ein Stein? Ich weiß gar nicht. So, warte mal, B. Das war ein bisschen knapp.
Aber es geht. Zack. Was war denn sowas? Was ist das? Ist X. Hach. Das hat genau gar nicht funktioniert. Danke sehr. Nein. Du kannst mich doch nicht einfach angreifen, das ist doch peinlich. Also das ist natürlich ein Bug, also der hat mich nie wirklich getroffen, das ist natürlich, ne? Also was ich noch schauen wollte, das? Ne, die waren es nicht. Okay, das sind auch nur irgendwelche Steine. Jetzt? Danke. Geht doch. Musst ihr nur ein bisschen draufkloppen, dann geht das alles ganz gut. So, Streuner. Ach, ich kann so auch schießen. Ist ja... Finde ich nett. Die Tatsache finde ich interessant, dass man am Pferd schießen kann. Das ist ja total abwegig und alles. So, ich hätte bitte gerne den... Streuner, danke. Kann ich ja super rauslohnen. Finde ich ja super. Wie gesagt, wegen super rauslohnen und super umwelt. Ist eigentlich... Müsste ich so eigentlich nicht mehr sagen, aber ich mach's einfach nochmal. Ist ja hier. Ich bin einfach nett, ne? Nein. Ich hätte gerne bitte diesen. Pirsch. Na? Der ist ein bisschen weit zurückgesprungen, der Tod. Komm. Ja. Komm her, Pirsch. Das ist Überlebenstraining. Was, so einen Angriff gibt's auch? Ist ja gemein, warum sagt mir das keiner? Ach, das war ein bisschen... Was waren denn das für Seelen? Da waren irgendwelche Seelen. Eben. Jo. Gut, hier ist kein... Secret? Bleibt er doch. Ich weiß ja nicht. Ah, da sieht mir das doch noch ein bisschen nach einem Secret aus. Nach einem Secret. Nee, da habe ich mich verschaut. Okay. Och, sind wir auch schon wieder bei einer halben Stunde. Ist irgendwie... Die Zeit vergeht immer zu schnell. Aufkloppen. Hat immer geholfen bis jetzt. Hier, Geld, danke. Wie gesagt, immer draufkloppen, das hilft immer. Egal um was es geht. Also ihm, das hilft im Haushalt, bei der Arbeit, vor Gericht. Immer einfach nur draufkloppen.
Oder drauf schießen. Das ist auch ganz gut. Gott sei Dank nimmt mich keiner ernst. Das wäre sonst... Das könnte ein bisschen böse ausgehen. Das könnte wirklich böse ausgehen, ja. Kein Geld. Das ist eine Frechheit. Warte mal. Ah, Kiste. Hier. Kiste, danke. Nee, hä? Eingang. Okay. Ich gehe da einfach mal rein. Ist das, zählt das als da zum Eingang? Nee, hä? Ist da ein anderer? What? Achso, nee, okay. Einfach hier so generell. Okay. Ja, gut. Hab schon verstanden. Hier komme ich so hin. Okay. Oder kann der? Kann ich? Nee, kann ich. Okay. Wäre ein bisschen eigenartig, wenn... Ja, okay. Geht in... Ja, gut. Ist egal. Pferd im Wasser ist nicht gut. Also Geisterpferd oder Todes... Todespferd. Todespferd. Ja, irgendwie so. Nee. Warte. Des Todes... Todespferd. So rum. Ha. Zungenbrecher. Nee, das wollte ich nicht. Wie komme ich eigentlich darüber? Ach, hier. Okay. Hier so, rauf. Und zack. Und nein, so ging das nicht. Ach, hier wahrscheinlich. Oder auch nicht. Finde ich immer gut, wenn das nicht funktioniert. Das zeigt, wie irgendwas... Also ich würde aber doch ganz gerne hier dann rauf und so, ne? Was ist hier? Hier ist gar nichts, okay. Hier ist rechte Maus, ist genau sowas. Kann ich nee. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. Oder darüber. Gehen wir einfach mal darüber. Vielleicht kommen wir da... Ne, wir kommen da links rauf. Ne, wir kommen da nirgendwo rauf. Das ist ein bisschen... Ich sag mal. Ach nein, doch hier. Wäre auch ein bisschen verwunderlich gewesen. So. Die Kiste ist eins weiter oben, nehme ich mal an. Ach, dann müssen wir uns doch ein bisschen bemühen hier. Ach, ist auch schön. Hier sieht aus wie ein Schwert irgendwie. Dachte mir schon, ein Gimmick. So. Kiste. Und es kommt da raus. Was kommt denn hier raus? Was kam denn hier raus? Hier. Ja, meine Doppelsensen, die habe ich schon an, ne? Hier. Stufe 5. Anlegen. Dies war ganz gut. Keule brauche ich nicht, ne? Ist ja klar. Ist schlechter, okay. Ist daher besser. Widerstand ist 0. Gefundenes Geld plus 8. Ja, ich leg das jetzt einfach mal an. Ich bin ja ein riskanter Typ. Ne? Ich riskiere bis zum geht nicht mehr. Nur für meine Zuseher, ist ja klar. So, wie komme ich darauf? Da komme ich wie rauf? Also, da rauf. Ich da irgendwie? Ach, das scheint nicht zu funktionieren. Okay.
Das scheint... das ist schwer. So, also da ist so ein Windzug, es drückt mich, es weht mich glatt einfach nach hinten weg. Das ist schlimm. Wenn ihr das spüren könntet, was da für ein Windzug ist, dass ihr würdet vor Ehrfurcht erzittern und auch einfach nach hinten wegflattern. Ja, das ist schon ganz nett. Ne, wie komme ich jetzt hier rauf? Das ist ja... Gar nicht, oder wie? Also erstmal muss man natürlich um die Kiste rumkommen, dann kann man noch weiter fragen. Aber hey, ich weiß wirklich nicht, wie man hier raufkommen soll. Es ist ja mal interessant. Ja, egal, ich lasse es jetzt einfach. Ich kann es ja sowieso nicht, ist ja klar. Ach, er traut sich nicht weiter. Ach, da war er schneller. So, ein bisschen nochmal aufgefüllt. Warum liegt eigentlich das Geld immer hinter den Gegnern? Das ist ja... Das gefiel mir an das besser. Ich brauche mehr Zorn. Ach, die Attacke füllt viel Zorn auf. Ach, wenn ich das früher gewusst hätte. Nee, es füllt alles irgendwie viel Zorn auf. Habe ich da irgendwie einen... Was passiert eigentlich, wenn ich hier... Komm. Ja, hallo? Ich sag mal, willst du mir mal gehorchen? Es ist ja... Also wirklich, ich will mir einfach nicht gehorchen. Das ist ja... Frechheit, das ist ja... Web war auf... Achso, auch. Das ist ja alles auf R, stimmt hier. Also gut, hier muss ich nach rechts, also gehen wir nach links. Boah, ist klingt plausibel. Hallo? Danke. Hallo? So, danke. Warum gehst du? Habe ich dir irgendwas getan? Hallo? Nee, das wollte ich nicht. Warum gehst du? Ah, okay. Einmal mal ganz dezent drüber gesprungen und dann natürlich direkt nachgekloppt. Ja, das sah doch ganz interessant aus. Ist, besser? Schockschaden 6. Ich bleibe einfach mal bei der Waffe, weil die so schön orange glänzt. Das ist ja... Ja, es ist ja... Erfahrung. Ach, es ist ja... Ich kann es so trainieren, ist ja gar kein Problem. Ach, das füllt auch Zorn auf. Fällt mir gerade mal so auf. Na, sieht man doch ganz gut hier. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Es ist ein bisschen beunruhigend. Mir gefällt es zumindest nicht. Autsch.
untoten Armee. Oder auch nicht. Autsch. Das ging nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Im Endeffekt. Oh, naja, aber ja, schlecht ist immer. Naja, ist alles so ein bisschen. Was ist schlecht? Ich zum Beispiel. Also, ich meine, so. Natürlich ist es ein, ne? Ist klar. Nicht genug Zorn. Hier kann ich, was machen? Hier kann ich? Hier kann ich durch? Gibt's hier irgendwas? Achso, hier ist wieder ein sehr starker Wind. Hier weht ein Lüftchen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Oh doch, das ist es. Ach, da ist wieder so eine schöne. So eine schöne Ruine. Sieht aus wie ein Männchen, aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich würde mal sagen, nach mittlerweile schon wieder einer Dreiviertelstunde, es wird immer länger. Also, ich kann euch schon voraussagen, Part 15 wird über eine Stunde sein. Befürchte ich. Aber gut. Ja, der Tod muss sich auch schon putzen, wie man sieht. Es ist, hat alles seine Anstrengungen gekostet und so. Und ein bisschen im, das Wasser war auch nicht ganz so sauber, also. Ich würde mal sagen, bevor ich noch viel zu... Ach, hi. Asche. Bevor ich noch zu viel Schwachsinn labere, beende ich einfach mal diesen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich würde sagen, bis dahin.